100 Jahre medizinische, pflegerische sowie therapeutische Erfolgsgeschichte. Ein Jahrhundert geprägt von baulichen Maßnahmen, medizinischen Innovationen sowie stetiger Verbesserung und Weiterentwicklung der Leistungs- sowie Ausbildungsangebote. Vor allem aber ein Jahrhundert, das von Menschen geprägt wurde. Es ist ein Haus mit Tradition, es ist aber auch ein Haus, in dem der medizinische Fortschritt ständig weiterentwickelt wird. Unser Krankenhaus Steyr hat in diesen 100 Jahren seines Bestehens eine enorme Entwicklung genommen. Wir sind schon sehr lange Schwerpunktkrankenhaus, das heißt also erweiterte Versorgung. Wir können in nahezu allen Fächern Spitzenmedizin anbieten. Heute umfasst das Landeskrankenhaus Steyr 10 Häuser auf 70.000 Quadratmeter Nutzfläche, verfügt über 625 Betten in 15 Abteilungen und 6 Instituten. Jährlich werden über 36.000 Stationäre und mehr als 113.000 ambulante Patientinnen und Patienten betreut. Wir haben nahezu alle Abteilungen hier verfügbar, bieten qualitativ hochwertigste Medizin mit Dienst am Patienten. Das steht für uns im Mittelpunkt. Die GESPAG ist ja der größte Krankenhausträger in Oberösterreich und Steyr ist sicher eines der ganz, ganz wichtigen Zentren der gesundheitlichen Versorgung der oberösterreichischen Bevölkerung. Wir freuen uns sehr, dass heute am Tag der offenen Tür auch so viele Menschen dieses Haus besuchen, um sich zu informieren, um neugierig zu sein auf das, was hier passiert und um sich auch ein bisschen vorzubereiten, wenn sie eine Behandlung planen, wenn sie einen Eingriff planen. Und sie wissen dann, dass sie den Menschen, die hier arbeiten, den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegepersonen, den Therapeuten vertrauen können.